Herzlich willkommen auf der kardiologischen Intensivstation. Das ist ein sehr spannender und interessanter Bereich hier, weil wir eigentlich nie wirklich wissen, was uns erwartet. Es kann sein, dass es ein sehr angenehmer Dienst wird, es kann aber auch sein, dass unser Team maximal gefordert wird. Kommt einfach mal rein. Wir haben hier auf der Station 14 Intensivbetten, davon maximale Beatmungsmöglichkeiten. Und für das Vorbereiten der Betten und auch der Zimmer und für die komplette Administration arbeiten bei uns Versorgungsassistenten, die uns Pflegenden doch die Arbeit sehr erleichtern und wir dadurch auch viel mehr Zeit für die Patienten haben. Okay, dann schauen wir uns mal ein Patientenzimmer an. Gehen wir mal auf Zimmer 12. Da liegt ein Patient mit chronischem Nierenversagen, der bei einer Mitralinsuffizienz immer wieder dekompensiert. Und wir müssen jetzt versuchen, eben im Team die Klappe wieder hinzubekommen. Guten Morgen, Christian. Hallo, guten Morgen. Okay, schauen wir mal rein. Morgen. Hallo. Ja, wir arbeiten hier im multiprofessionellen Team zusammen. Das ist Olympia, unsere Physiotherapeutin. Das ist eine Besonderheit bei uns im Herzzentrum, dass sie tatsächlich nur für unsere Station zuständig ist. Und ja, sie macht gerade mit dem Patienten Atemübungen, dass eine Lungenentzündung eben vorgebeugt wird. Okay, dann schauen wir mal zum Mitteltisch. Ciao, bis später. Ja, im Herzzentrum wird Hygiene großgeschrieben, deswegen auch beim Herrichten der Medikamente am zentralen Mitteltisch wird bei uns Mundschutz getragen und ja, vorher natürlich die Hände desinfiziert, der Tisch abgewischt. Das ist hoher Standard und wird bei uns konsequent durchgezogen. Okay. Tun Sie doch einfach mal ins CPAP umstellen. Ja, mach schon. Genau. Super, wunderbar. Hallo, ich bin Liane. Das ist der Luca, neuer Kollege seit August bei uns. Um dir die Einarbeitung bei uns so einfach wie möglich zu gestalten, unterstützen wir dich praktisch wie theoretisch mit Workshops und praktischen Anleitungen während der 6 Wochen Einarbeitung, aber auch danach. So, jetzt schauen wir mal, wie die BGA ist und dann sehen wir das weiter, gell? Hallo, mein Name ist Manuel Rode. Ich bin zu 50% freigestellter Praxisanleiter auf dieser Station. Ich möchte euch kurz den Jelko vorstellen. Hallo. Genau. Und die Susi, der Jelko, ist Gerätebeauftragter bei uns. Die Intensivstation bietet eine Vielzahl hochmoderner technischer Geräte. Das ist natürlich eine Anforderung an unsere Mitarbeiter. Aber keine Sorge, in regelmäßigen Abständen werden von unseren Gerätebeauftragten Workshops angeboten, um diesen Bedarf abdecken zu können. Um schwerkranke Patienten betreuen zu können, braucht unser Personal sehr viel Fachwissen und Erfahrung. Das Herzzentrum bietet jedem Mitarbeiter eine 2-jährige Fachweiterbildung an. Um diesen Transfer von der Theorie in die Praxis zu vermitteln zu können, finden in regelmäßigen Abständen Vertiefungstage statt, wie es hier die Annette mit den Omar gerade umsetzt. Oh, Herzalarm. Das war zwar jetzt nur ein Testalarm, aber auch das kann uns jederzeit passieren. Wie ihr seht, ist unsere Station sehr bewegt und man muss sehr flexibel sein, um bei uns arbeiten zu können. Es macht aber auch unglaublich viel Spaß, so eine facettenreiche Station zu erleben. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr bei uns anfangt. Ich glaube, das sehen alle so hier. Ja, ich bedanke mich, dass ihr heute zugeschaut habt bei uns.